Ihr wollt wissen, warum ich wieder hier am Sumpf rumkletter? Dann bleibt dran! Tara auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, ich habe mal wieder ein bisschen weitergebaut. Mir fehlt hier noch der Kram. Aber dadurch kommen wir unserem Ziel. Boden ist zu steil, Boden ist zu steil, Boden ist zu steil. Da ist dir der Boden nicht zu steil. Aber da ist das Förderband zu lang. Willst du mich verkeppeln? Zieh dich jetzt nicht hier so rum. Wir machen das einfach einmal hier. So, ja, sieht ein bisschen blöd aus, aber egal. So. Da müssen wir hin. Da, wo es so lustig leuchtet. Deswegen gehen wir auch direkt weiter. Das ist nicht mehr weit. Also, wenn wir auf der Karte gucken, wir haben dieses Stück schon hier geschafft. Bis dahin sogar. Mit der Kurve und allem. Wir müssen nur noch hier quer rüber. Und dann sind wir da, wo wir hinwollen. Öl hat mir ja gesagt, wollen wir von hier und von hier. Überlegen, das von da zu nehmen und da lang. Aber das ist ein bisschen näher. Wir müssen nur irgendwie hier rum. Also, das wird nochmal richtig völlig. Hier wird es relativ gut. Weil ist wirklich nicht weit. Aber wenn wir das vernünftig machen, kriegen wir hier alles auf einen Bowl und dann ist gut. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Jetzt gehe ich aber hin, das ist mein Inventar. Ein bisschen Platz haben wir. Wir können noch mal eben hier eine Schnecke reintun, aber die andere Schnecke nicht. Das heißt, wir nehmen uns das wieder dahin, gehen einen weiter und sagen tschüss und tschüss. Oder was natürlich noch besser wäre, wenn wir uns mal eben die Zeit nehmen, uns eine Werkbank bauen und sagen einmal mitkommen, wir hätten gerne ein Energiefragment. Noch 8 Energiefragmente. Und nochmal 10 Energiefragmente. 14 brauchen wir. Ich würde sagen, mit 31 sind wir da relativ safe. So. Dann haben wir nämlich auch wieder ein bisschen mehr Platz hier drin. Haben Platz hier drin. Das sieht doch gut aus. Dann können wir jetzt erstmal ein bisschen hier unsere Kettensäge rausholen, ziehen. Und wir sägen mal eine Runde. Das geht, glaube ich, besser. So, wir müssen nur grob die Richtung beibehalten. Dann ist alles gut. Könnten wir dann theoretisch mal. Müssten wir mit diesem Zug bis nach Kaboom fahren? Und dort wieder ablegen. Mit einem Container. Das wäre doch was. Weil daraus kriegen wir ein paar schöne Gasmobilisten. Das wird sich wirklich lohnen. Ja, auch weg. Weg. So. Gucken wir mal, wo ist unsere Bahn? Da vorne. Das heißt, ich muss die Seite nochmal machen. Das kriegen wir hin. Ja. So, weg.
direkt unter der Bahn, der ragt ja jetzt schon da rein. Knapp. Schade aber auch. Weg ist er. So. Hier ist ein bisschen übertrieben, wir wollen das gerade. Jetzt ist nur das Problem. Wir haben hier wieder Steigung, das heißt, wir sind relativ zügig, ne, hier im Boden drin. Das heißt, es bringt uns alles gar nichts. Wir wollen aber die Richtung haben. Wir gehen jetzt also hin, schnappen uns den Kollegen. Nee, wir brauchen ja den anderen hier. Den. Weil ich will das ja wenigstens auf dem. Ist da. So, hier sind wir runtergefallen. Das heißt, hier setzen wir dich hin. Und dann schnappen wir uns irgendwas, wo ich mich draufstellen kann. Und wir schnappen uns dich. In der Hoffnung. Comply. Ja, ich bin frei. Irgendwann mal. Bitte sag mir, dass das. Ja. Sehr gut. Dann darüber. Die 1 drücken. Da dran gehen. Und dann. Fehlt uns nur noch. Nee. Will das und haben. Gut. Wir haben wieder eine gerade Richtung. Vorne müssen wir dann irgendwann mal, also in Zukunft weitermachen mit dem Abholzen. Aber grundsätzlich können wir, ja, ich fahre erstmal ein bisschen zurück. Gib Gas, schön. 110 Megawatt, genau einmal durchziehen, bitte. Wir sind hier. Wunderbärchen. Hallo Doro. So hätten wir es gerne. Sehen. Jetzt noch mal 4. Das sind super viel. Das sollte ziemlich genau passen. Ja, ist nicht hundertprozentig auf dem Ziel. Das können wir gleich noch mal ausgleichen. Wir müssen ja da auch dann einen Bahnhof bauen. Und alles. Da haben wir schon wieder eine Schnecke. Aber die brauchen wir jetzt. Du kannst schon mal weg. Dann machen wir diesmal von hier aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, nicht Blaupause. Die brauchen wir noch nicht. Da ist falsch, da ist richtig. Zack, zack. Den direkt weg. Und wir können hier alles wegnehmen. Bis auf den letzten. Und da müssen wir jetzt gucken. Clever war das nicht, wie ich das gedacht habe. Macht nichts. Vierer Block einfach hier so hinstellen. Muss auch schön sein. Falsch. Wir wollen den haben. Darauf. Weg mit dir. Und dort rüber. Dann brauchen wir dich. Da dran. Da rein. Wunderbar.
Es geht da vorne so richtig schön. Ist dort eine mehr oder weniger Ebene? Oder kommt davor nochmal? Ja, da könnten die nochmal sein. Egal. Auf jeden Fall kriegen wir da eine schöne Ebene hin. Dann können wir uns was überlegen, wie wir richtig schön zwei Bahnhöfe machen. Einen reingehend, einen rausgehend. Das ist eine gute Idee. Und dann eben, wie heißt es, den Spaß so dahinsetzen. Ne? Ich habe auch keine Ahnung, wovon ich rede. Warum hört ihr mir eigentlich zu? Das ist doch eine Liebesmühe. 10. Hier aufpassen, hier müsst es. Ich hab da angesetzt, weil der noch da war, genau. Weil da muss jetzt noch der Kollege drunter. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da kommt das Band drauf. Nicht genug Material. Jetzt lass mich raten. Ich habe auch gar keins mehr da. Weil das ist etwas, was ich hier nicht eingepackt habe, oder? Entweder könnten wir jetzt natürlich hingehen. Wir haben ja. Ja. Stahl halten wir ja. Und 270 reichen. Wir haben nur 200, die da lang sollen. Ist aber Quatsch. Machen wir nicht. Können wir machen? Wir fahren den Zug weiter vor. Wir müssen ja irgendwann sowieso nochmal los Material holen. Das wissen wir. Dann ziehe ich halt ab dann nochmal neu. Das Problem ist, ich müsste den Beton erstmal in der Mitte lassen. Das ist etwas, was mir nicht so gefällt. Ich könnte natürlich immer den Hochstehenden lassen. Dann weiß ich, wo ich hin muss. Oder aber ich gehe wirklich hin und mache das eben. Ich kann das updaten. Okay. Wir basteln uns das gerade schön. Oh shit, das bedeutet aber auch, ich kann im Moment keine. Also ich kann vielleicht noch zwei setzen. Zwei Masten. Und dann ist Ende. Das wiederum ist sehr ungünstig. Wir schauen jetzt erstmal, wie wir das gehen. Dank Bäume quasi gar nicht. Ja, und noch nicht mal einen kriegen wir hin. Eieiei. Hätte ich das mal mit eingepackt. Transport. Lokomotive. Güter bekommen. Und ab dafür. Dann kann ich der Fahrplan bearbeiten. Pack ich dich nach Vendray? Ja, Vendray und dann müssen wir Hamburg am Hauptbahnhof. Änderung speichern. Autopilot einschalten. Nächster Bahnhof Vendray. Passt. Vermutlich werde ich jetzt mit dem anderen Zug kollidieren. Schauen wir mal. Aber dann können wir die Fahrt hier erstmal genießen. Oh, genießen. Fällt mir was ein. So genießen wir die Fahrt. Schön, das ist hier knapp vorbei, aber es ist halt vorbei. Das ist super. Ordentlich. Schade, dass sie nicht weggehen, aber da muss ich jetzt nehmen.
Oh, dann könnte ich mir für Thermalkraftwerke mal was holen und dann direkt hier hin. Nee, mach nicht. Oder? Da überlege ich noch. Ich kann das Zeug hier einpacken. Da lang. Ich habe da ein Signal, sehr gut. Okay. Warum darfst du nicht rein? Achso. Okay. Dann können wir die Fahrt nicht mehr genießen. Das nee, da sind wir falsch. Wo sind wir denn? Hallo? Ja. Okay, der kommt und wir dürfen nicht in den Bahnhof einfahren, weil der auf der Strecke ist. Oh, hoffentlich kriege ich jetzt hier. Der müsste jetzt da auch rot haben. Das ist ein Problem. Wir fahren jetzt einfach durch. Stellen den da an und hoffen, dass das dann klappt. Ja, das funktioniert. Warum durften wir nicht einfahren? Zweite Schiene daneben und dann wird es da rechts runtergehen. Was für die Runterfahrt auch eigentlich der einfache Weg ist. Rauf hatten wir halt ein Problem, wenn der Zug nicht alles losgeworden ist und voll war, dann konnten wir nicht genug mitnehmen. Oder dann kamen wir da nicht hoch, weil bis 4 Anhänger geht's, aber wir hatten 5. Das ist ein bisschen ungünstig. Oder auch knapp daneben noch vorbei, ne? Genau. War ihm dann zu steil. Also fahren wir hier lang. Müssen wir eben uns jede Menge eins durchholen und von der anderen. Gucken wir mal, was wir für die drei Geothermalkraftwerke brauchen und setzen uns die eben dahin. Ne? Ist ja relativ zügig gemacht. Das Material haben wir, glaube ich, alles da. Dann können die auch noch ein bisschen Strom bringen, obwohl wir sie prinzipiell nicht brauchen. Wir haben genug Strom, um den ganzen Spaß da oben drauf zu setzen. Weil wir produzieren das Doppelte von dem, was wir brauchen würden. Was wir im Moment verbrauchen. Ja. Und wenn dann nochmal 20 da drauf kommen, also 20.000, ist egal. Dann sind wir bei 100 und wir produzieren 150. Also wir sind immer noch 50% mehr Verbrauch, als wir 50% mehr herstellen, als wir brauchen. So. Meine Fresse, das war jetzt aber auch wieder ein schwerer Satz. So. Einmal raus. Wie viel haben wir eigentlich? 2100. Also auch schön. Bevor wir da hinten ankommen,
haben wir schon ein ganzes Stück näher an unser Phase 4 Ziel gekommen. Aber es ist vollkommen egal. Wenn wir Phase 4 eher abschließen, als dass diese Fabrik fertig ist, dann schreddern wir das halt. Ja, dann haben wir die Bahnstrecke mit Hin- und Herfahren vielleicht umsonst gebaut, aber egal. Das ist mir jetzt gerade wirklich Pumpe. So, alles nehmen. Weg damit. Alles nehmen. Weg damit. Sowieso etwas, wovon wir viel brauchen werden. Also, das stört jetzt nicht so, wenn wir da vielleicht nachher zu viel haben. Oh, das Problem ist jetzt nur, jetzt muss ich mal mit zwei Zügen hin und her. Egal, da lasse ich mir was einfallen. Ah, ich habe den einen Container hinten noch frei. Das ist gut. So, jetzt setzen wir uns mal eben die drei Thermaldinger an. Geothermal. Was uns fehlt, ist Gummi und Highspeed-Anschlüsse. Gummi haben wir hier, nehmen wir einen Stack mit, sind wir bei dreien, glaube ich, mehr als gut dabei, oder? Nein! Sind wir nicht. Und wir brauchen 16 von den Dingern. Wie sieht es eigentlich da aus? Wir nehmen aber auch noch Supercomputer und also wir nehmen einfach einmal alles mit. Supercomputer... Nehmen nochmal ein Stack hier von mit. Und jetzt brauchen wir die 16, habe ich gesagt, bräuchte ich davon. 16 pro 16, 32, 48. Warte mal, Highspeed-Anschlüsse habe ich nicht eingelagert, oder? Ich glaube, Highspeed-Anschlüsse wäre der hier. Kann das sein? Der sollte ich nicht rum. Muss ich wieder. Nachgezählt. Ist aber auch egal, der ist leer. Warum mache ich mir eigentlich die Mühe? Der ist leer, also ist da nichts drin. Verdammt. Scheißegal, was da reingehen würde. Das sind Filter. Nur da sind eine Menge Filter. Highspeed-Anschlüsse. Da kommen welche, da sind welche drin. 100er. Easy. Das sieht fasziniert hier aus. Also ich mache hier ja wirklich ordentlich Zeug. Nur das hier ist immer so ein Thema. Wie sieht's eigentlich aus? Mann? Hast du alles genug? Wie sieht's bei dir aus? Du hast aber ganz schön gut weggearbeitet. Das heißt, es wird wieder langsamer. Du arbeitest auf die 2,5, die der hier theoretisch macht, weg. Das Problem ist, die machen wir nicht schnell genug. Weil, was fehlt dem eigentlich, dass wir die nicht schnell genug machen? Das heißt, euch muss ja an irgendwas mangeln. Es sind wieder die Kabel. Das ist einfach unfassbar. Das ist eine never-ending Story hier mit Kabeln. Ich hau hier wirklich schon gut hin. Aber... Kabel sind immer ein Problem bei mir hier. Und da kommt doch schon ordentlich aus. Hast auch genug Draht zum Bearbeiten. Du bist auch voll mit Draht. Du bist nicht voll mit Draht. Ihr seid auch nicht Draht bis ich mir versorgt. Ja, weil da auch noch eine ganze Menge gemacht wird. Was macht ihr? Ihr macht Kabel. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Na ja, gut, hier geht die größte Menge da lang. Okay, kleiner Exkurs dahin.
Was sagt die Zeit? Oh, die Zeit sagt, wir haben gerade mal Zeit, um noch zurückzufliegen. Ja, schauen wir mal. Oder zurückzufahren müssen, oder? Jetzt müssen wir drauf achten. Wir wollen dich eigentlich wieder losschicken, Autopilot anschalten, weil jetzt geht's nach Hamburg Hauptbahnhof, genau. Aber diesmal wollen wir dich nicht in den Bahnhof einfahren lassen. Puh. Wir tun jetzt einfach mal so, als wäre ich nicht so doof, ne? Okay. Das war jetzt dämlich. Weil was habe ich nicht gemacht? Ich hatte eigentlich gedacht, der wird jetzt noch eben die Sachen da aus dem Bahnhof da reinladen. Hat er aber nicht. Anders. Wir drehen eine Ehrenrunde. Durch diesen Bahnhof. Hier ist grün, hier ist grün. Ziehen das da durch. Fertig. Zeit für die kleine Extra-Tour, die hänge ich einfach hinten dran. Also, mein Ziel ist jetzt eigentlich nur noch, dass wir eben die Thermaldinger aufbauen, aber auch unser Zeug hier dabei haben. Irgendwo mal eine kleine Abzweigung machen sollen, dass ich die Chance habe, wieder umzudrehen. Also einfach nur direkt nach dem Bahnhof und einmal so ein Umdrehpunkt. Umdrehpunkt. Man könnte auch Wendepunkt sagen, aber. Das wäre ja zu einfach. Und dann läuft sogar noch das ganze Zeug. Jetzt ist es drin. Das ist ja optimal. So wollte ich es haben. Rein da. So. Nächster Versuch. Wir könnten jetzt auch sagen, wir möchten gerne den Autopiloten anschalten. Nee, nicht nächster Bahnhof Venray. Hier. Speichern. Danke.
Status. Natürlich habe ich mein Autosave dabei. Ich hatte gehofft, die Zeit würde reichen. Naja, wir haben eine halbe Stunde. Heute überziehen wir ein bisschen. Es ist faszinierend. Unterschiede. Die Musik wechselt, der Zug fährt immer noch, aber das Bild steht und es ist immer noch autosave. Das ist echt übel. Also so lange, wie dieses Autosave dauert, das ist ungefähr die Hälfte von der Zeit, die das Spiel zum Laden braucht mittlerweile bei diesem Save. Wir haben hier eine ganze Menge gemacht. Das ist ganz schön groß geworden. Aber gut, jetzt sind auch, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden. Irgendwie 1300 hatte, glaube ich, das Save-Game. So, und wir können sogar durchfahren, weil der andere Zug gerade nicht da ist oder im Bahnhof steht und wartet. Das ist gut. Aber wir biegen vorher ab. Wann machen wir das denn hier? Dass wir die Schiene zweispurig machen. Vor allem, wie machen wir das, dass wir das wieder ein bisschen gerader kriegen? Also muss ja quasi einmal komplett neu gemacht werden. Ich würde sie aber in dem Fall wirklich auf dem Boden belassen wollen. Viele Stellen sind ja gar nicht so schwer, manche schon eher. So, danke. Und jetzt Autopilot ausschalten, weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Okay. Was mich nicht direkt losfahren lassen. Next. Bei der andere Zug ist da drin. Egal. Ah, nee, das war gut, das war gut, das war gut. Dann sind wir, können wir nicht in unseren anderen reinfahren. So, da vorne müssen wir um die Ecke. Also wenn ihr mal bei mir solche Dinger da fliegen seht und habt nicht alles gesehen von diesem Let's Play, es ist ja auch wirklich echt lang, muss ich ja gestehen. Das liegt daran, an der Stelle war mal ein Berg oder sonst was und dann wurden die Biome neu gemacht. Nachdem ich da durch war und ich habe die Dinge einfach stehen lassen. Es gibt auch irgendwo einen Radarturm, der einfach mitten in der Luft steht. Da ist halt, es gibt keinen Grund, warum der in der Luft steht, außer da war früher mal was. Da war wirklich eine lange Strecke mit solchen Poles, die einfach nur in der Luft rumliegen, weil da war mal eine Luftbrücke. Also eine Landbrücke in der Luft. Luftbrücke, genau. So, hallo? Ich schließe mir auch direkt ans Stromnetz an. Nee, damit. Aber nicht mit Beton. Bop. Bop. Fertig. Angeschlossen. So, jetzt haben wir hier noch zwei, ne? Ah, jetzt kommt wieder mein Sound. Da-da-da-da-dam. Könnte auch Terminator sein. Ba-ba-ba-ba-bam. Du dahin, du dahin. Falsch, immer noch. Zack. Hier dran, du da dran. Und wir haben noch ein bisschen mehr Strom. Ja, die sind nicht konstant, das weiß ich. Ah, guck mal, jetzt sind wir schon wieder bei 164. Also wir haben, das ist abgefahren. Also eigentlich sind wir bei, wo sind wir denn hier hin? Könntest du immer noch da hinten? Hallo, Anzeige, wann damit?
Also, das ist doch schon mal ganz gut. 35 Minuten. Ich fahre eben den Zug noch bis zu unserer letzten Position. In der Hoffnung, dass ich bis dahin geschwebt. Nein, tue ich nicht. Aber egal. Also der fährt jetzt einmal zum Ende. Und dann können wir uns beim nächsten Mal darum kümmern, die letzten paar Meter hinzukriegen und vielleicht den Bahnhof anzufangen. Das ist ein bisschen wellig. Hier, das ist ja noch recht schön, weil so eine ganz sanfte Steigung. Hier ist natürlich heftig, aber egal, wir sind da. Wow. Da ist übrigens das, was ich meine. Das ist die Taste. Da ist besagter Radarturm. Aber wie man sieht, da ist noch eine Plattform, da musste ich irgendwie einen Strom hochkriegen, da ist noch Strom oder runter sogar. Ich weiß es nicht mehr. Also, da waren mal Strukturen. Und da ist unser AKW. Irgendwo. Wunderbar. Das wollte ich eigentlich nicht speichern, aber egal. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen.